Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mein Schulfrühstück und ein paar kleine Snacks. Wir fangen auch schon an mit Wraps bzw. Tacos und hierfür braucht ihr einfach verschiedenste Aufstriche, zum Beispiel Frischkäse und so ein Linsencurry, einen Reis eurer Wahl. Ich habe mich hier für einen Mikrowellenreis entschieden, weil das morgens einfach am schnellsten geht, aber ihr könntet euch auch am Vorabend schon Reis vorbereiten. Ich habe dann angefangen, meinen Reis so zuzubereiten, wie es auf der Packung stand. Das bedeutet kneten und dann für 2 Minuten in die Mikrowelle geben. Anschließend habe ich dann auch schon begonnen, meine Wraps mit meinen Aufstrichen zu bestreichen. Ich habe hier einmal so einen Almette-Frischkäse, muss ich aber rückwirkend sagen, war jetzt nicht so das Beste. Da fand ich meine anderen Auswahlen dann besser. Dann habe ich noch so einen Linsencurry-Aufstrich genommen, der ist aus dem Edeka bei uns hier in der Nähe. Der war echt gut, weil der halt sehr würzig ist. Und ich habe auch noch einfach ein rotes Pesto auf den Wrap gegeben. Das war tatsächlich die beste Entscheidung, finde ich. Dann war mein Reis auch schon fertig und ich habe ihn einfach mit so einem Löffel auf meine Wraps verteilt. Am besten so 2 bis 3 Esslöffel pro Wrap, das ist dann nicht zu viel und auch nicht zu wenig. An der Stelle könntet ihr jetzt natürlich auch noch irgendwie Gemüse oder Hack oder sowas mit auf euren Wrap geben, aber da ich Vegetarier bin und morgens einfach zu faul, habe ich das jetzt nicht getan. Und anschließend müsst ihr einfach nur noch euren Wrap zusammenrollen. Ich habe euch hier auch mitgefilmt, wie ich das gemacht habe und das hat tatsächlich ziemlich gut gehalten. Wenn ihr das dann so in die Brotdose legt, dann funktioniert das ganz gut. Als nächstes machen wir Joghurt im Glas und eigentlich sagt der Name schon ziemlich genau, was es ist, nämlich einfach eine Joghurtmischung in einem Glas. Für so ein Glas, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen mit so Porridge zusammen, aber da könnt ihr auch einfach Einmachgläser oder Marmeladengläser benutzen. Dann nehme ich Haferflocken, Chiasamen, ein bisschen Ahornsirup, um meinen Joghurt zu süßen. Ich habe hier so gepuffte Hirse, die war leider schon ziemlich leer, eine Banane und auch noch tiefgefrorene Beeren. Ich fange damit an, dass ich einfach meinen Joghurt in mein Glas gebe. Ich nehme hier griechischen Joghurt, weil ich den einfach am liebsten mag. Ich mache das Glas ungefähr halb voll mit meinem Joghurt und dann gebe ich einfach so einen Schuss von dem Ahornsirup rein, um den ein bisschen zu süßen. Das Ganze verrühre ich dann. Und dann gebe ich einfach noch meine weiteren, ich nenne es mal Müsli-Zutaten dazu, nämlich Chiasamen, das ist ungefähr so ein Teelöffel, Haferflocken, meine gepuffte Hirse und eine Banane. Das Ganze verrühre ich dann und hier ist mir aufgefallen, man könnte es jetzt auch in einer extra Schüssel zubereiten, also das Ganze verrühren und dann in das Glas geben, aber wer hat morgens Zeit dazu? Und abschließend gebe ich dann einfach noch ein paar tiefgefrorene Beeren dazu, die sind dann so in 2 Stunden, bis ich in der Schule bin und das Ganze esse, aufgetaut. Das nächste Rezept sind Overnight Oats, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das sind einfach ja, so ein durchgezogenes Müsli über Nacht. Ich benutze hierfür Amaranth, Haferflocken, auch wieder meine Chiasamen und ein Schokomüsli. Und als Flüssigkeit benutze ich Hafermilch, da könnt ihr aber jegliche Milch nehmen, die ihr möchtet. Hier braucht ihr auch wieder ein Glas. Das Glas füllt ihr einfach mit euren Haferflocken. Die sind hier die einzige Zutat, die wirklich drin sein sollte. Den Rest könnt ihr einfach variieren. Ihr könntet hier auch wieder Obst dazugeben. Wenn die Lichtqualität in dem Video hier nicht so stimmt, dann verzeiht mir das bitte, aber morgens um 17:45 ist das Licht in unserer Küche einfach noch nicht das Beste. Wenn ihr euer Glas dann befüllt habt, gebt ihr eure Milch darüber und zwar etwa so viel, dass euer Müsli bedeckt ist und dann schraubt ihr das Ganze zu und stellt es über Nacht in den Kühlschrank, dann ist es morgen früh durchgezogen und hat so eine Porridge-ähnliche Konsistenz. Close my eyes, feel weird when a friend's nearby. Conversation really wastes my time.
Als nächstes machen wir einen Nudelsalat und dafür braucht ihr natürlich Nudeln. Ich habe hier ein rotes Pesto genommen, Tomate oder Paprika. Ja, als erstes beginnt ihr damit, euer Gemüse zu schneiden. Ich hatte leider nur noch eine Tomate. Ich hätte vielleicht am Vorabend mal schauen sollen, was wir noch so im Kühlschrank haben. Dann könnt ihr euer Gemüse einfach schon in eure Schüssel geben und die Nudeln darauf. Ich habe die Nudeln jetzt einfach vom Abendessen vom Vortag genommen. Das heißt, sie standen über Nacht im Kühlschrank, das heißt, sie waren kühl. Und dann habe ich einfach etwas von meinem roten Pesto auf den Nudeln verteilt, um ihnen ein bisschen Geschmack zu geben. Um das Ganze zu verfeinern, habe ich dann einfach noch ein bisschen Salz und so italienische Kräuter dazugegeben und das Ganze verrührt und dann auch schon in den Schulranzen gepackt. Abschließend zeige ich euch noch ein paar Snack-Ideen, die ihr einfach so mit in den Ranzen werfen könnt. Das sind einmal Müsli-Riegel, hier seht ihr meinen Favoriten, der ist aus dem DM. In den Läden beginnt ja schon die Weihnachtszeit, deswegen finde ich, ist Lebkuchen auch super geeignet. Außerdem ist die gute alte Rohkost auch nicht zu unterschätzen. Ich habe hier einfach ein bisschen Gurke geschnitten, aber oft nehme ich auch einfach Paprika oder so kleine Tomaten mit. Außerdem könnt ihr natürlich auch noch Salzbrezeln einpacken, Weintrauben eignen sich gut, auch Salzcracker, Apfel und Birne, Brownies, Beeren und wenn ihr keine Nussallergie habt, auch Nüsse. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!